Hallo YouTube, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einer kurzen Frage, die mir gestern in meiner Zahnarztpraxis gestellt wurde. Ich möchte einfach mal wissen, ich habe noch so viele Amalgamfüllungen. Müssen die eigentlich ausgetauscht werden? Das ist eine spannende Frage, oder? Und ich möchte das heute mal in so einem kurzen Video mit dir einfach beleuchten, was ich als Zahnarzt dazu für meine persönliche Meinung habe, ja? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit über 20 Jahren Zahnärztin. Das ist eine Frage, die mir doch immer wieder hin und wieder in der Praxis gestellt wird von Menschen, die sich einfach eine Meinung bilden möchten. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das ist jetzt mittlerweile über 40 Jahre her, da wurde ich letztendlich beim Zahnarzt mit den Milchzähnen pauschal mit Amalgam versorgt. Ja, meine Milchzähne, die waren halt mit diesen schwarzen Füllungen behandelt worden und ich glaube, da wurde auch gar nicht groß diskutiert. Ja, das wurde einfach gemacht. So, heute hat sich natürlich die Zeit verändert, glücklicherweise. Und gerade jüngere Menschen kommen und sagen, Mensch, die sind schwarz oder geht es auch ums Amalgam, da ist irgendwie Quecksilber. Was halten Sie denn davon? So, und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, ich bin und werde auch nie der Wissenschaftler sein, sondern möchte dir einfach mal so ein bisschen meine Einschätzung heute in diesem Video geben, was ich meinen Patienten wirklich eins zu eins live aus der Praxis erzählen würde. Weil schau, es gibt natürlich nie die Pauschalantwort. Es gibt nur Weg A, Weg B, Weg C. Du kannst dir natürlich frei Wege aussuchen und du kannst dir erstmal Meinungen einholen. Aber unterm Strich ist es doch so, wenn du Amalgamfüllung hast und dir geht es gut, du hast keine Beschwerden, körperlich irgendwelche Symptome, wie dass du abgeschlagen bist, dass es dir schlecht geht. Da gibt es ganz viele Erscheinungsbilder, wo Menschen letztendlich sagen, das hängt mit dem Amalgam zusammen. So, jetzt ist es aber so, wenn ich in den Mund reinschaue, dann entscheide ich das rein zahnmedizinisch, beziehungsweise wie sieht es klinisch aus? Und der erste Fall ist zum Beispiel, die Füllungen sind irgendwie 15 Jahre plus, ja, und diese Amalgamfüllungen, die werden dann so ein bisschen rissig. In der Regel sind das Riesenfüllungen gewesen früher, weil Amalgam wurde viel verwendet, auch für große Löcher. Damit konnte man Häuser bauen, ja, das war überhaupt kein Problem. Aber nach einer gewissen Zeit werden die einfach rissig, werden spröde und dann werden die auch vom Rand, sind die zum Zahn nicht mehr so dicht. So. Und dann ist es natürlich so, dass Karies und Baktus da sich sofort durchwühlen. Und irgendwann dann arbeiten. Und klar, dann gibt es eine zahnmedizinische, klinische Indikation, diese Amalgamfüllung auszutauschen. Wenn du natürlich zu mir kommst und sagst, ich möchte einfach weiße Zähne, dann ist das für mich auch eine Indikation, wo wir sagen, wir tauschen diese Füllung einfach gegen weiße Füllung, Kunststoff-Keramik-Füllung oder vielleicht Keramik-Inlays oder gegebenenfalls sogar Kronen aus. Aber wie gesagt, pauschal einfach zu sagen, nur weil es Amalgam ist, das auszutauschen, das muss nicht sein. Ja? In meinen Augen. Es gibt Kollegen, die sehen das vielleicht anders. Aber nochmal ganz kurz angetriggert diese Frage mit dem Amalgam. Es ist ja so, die Schwierigkeit bei dem Amalgam ist, wenn wir die Amalgamfüllung legen, so heißt das professionell, und wenn wir die Amalgamfüllung wieder rausbohren. Unterm Strich ist es einfach so, das zahnmedizinische Personal ist da fast belasteter als du, ja, weil wir atmen diese Quecksilberdämpfe dann ein. Ich persönlich habe mich vor über 25 Jahren dazu entschieden, meine erste und letzte Amalgamfüllung im Studium zu legen und dann nie wieder, weil ich einfach auch weiße Zähne behandeln möchte. Aber wie gesagt, es wurde, ich glaube, jeder dritte Deutsche hat noch irgendwo eine Amalgamfüllung. Und deswegen ist das natürlich unser täglich Brot, uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nur mal so eine ganz kurze Einschätzung sein. Wenn es dir gut geht, die Füllung dicht ist, wie wir sagen, du keine Probleme hast, der Zahn keine Schmerzen macht, keine Karies zu sehen ist, dann musst du nicht pauschal alle Amalgamfüllungen austauschen. Aber wenn du sagst, mich stört das oder der Zahn krank ist und du dich auch schlecht fühlst, dann steht dem Ganzen natürlich überhaupt nichts im Wege. Das soll schon gewesen sein, quick and dirty, meine Einschätzung.
Und wenn du einfach Fragen dazu hast, schreib mir das einfach mal unter dieses Video. Und ich freue mich schon, dich im nächsten wieder begrüßen zu dürfen, denn du weißt ja, jeden Mittwoch, jeden Sonntag, 18 Uhr, ein neues Video auf diesem Kanal. Ich freue mich schon, dich da begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao.